SIA Hauptstadtstudio Interview. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZIA aktuell, heute im Interview. Anlässlich des ersten Tags der Logistikimmobilie ist auch der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Oliver Luksic gekommen und er hat gerade eben beim Tag der Logistikimmobilie gesprochen. Jetzt hier im Interview, herzlich willkommen, Herr Luksic. Gleich meine Fragen, was sind die drei großen Herausforderungen für die Logistikbranche? Ja, vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Teschke. Ich glaube, wir haben einerseits Digitalisierung und Dekarbonisierung, aber jetzt auch die Frage, welche Rolle hat der Staat? Und ich glaube, da ist es eben wichtig, dass wir investieren in die Infrastruktur, aber aufpassen, wenn es darum geht, immer mehr Staatsunternehmen, immer mehr Staatsbeteiligung und planwirtschaftliche Vorgaben. Deswegen müssen wir, glaube ich, hier dem Markt und der Innovation vor allem auch ein Stück weit mehr Raum geben. Sie hatten es gerade eben angesprochen, Sie fordern auch die Privatisierung oder Reprivatisierung von Toll Collect. Warum? Ja, das war ja ein privates Konsortium und der Bund hat das ja eigentlich nur verstaatlicht, um damit die Pkw-Maut zu betreiben. Daraus ist ja, wie wir alle wissen, nichts geworden. Und die 350 Millionen Euro, die mal im Haushalt standen als Einnahme, die sollten wir wieder damit auch ein Stück weit reinholen. Stattdessen hat der Bund Geld bezahlt und mit Staatsunternehmen wird auch oft viel getrickst. Ich glaube, es ist besser, wenn sich der Staat hier raushält. Maut ist keine Staatsaufgabe. Jetzt soll die Toll Collect ja auch noch das Thema Funkmasten übernehmen. Ich glaube, da haben wir genug Firmen am Markt, die das besser machen können. Auch noch mal ein kurzer Blick in die Zukunft. Wo sehen Sie die Logistikbranche in 5 Jahren? Wir sind ja Logistik-Weltmeister in Deutschland. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir zum einen die digitale Infrastruktur endlich verbessern, Mobilfunk, 5G, Glasfaser statt Kupferkabel und auf der anderen Seite auch weiterkommen beim Thema Verlagerung auf die Schiene, kombinierter Verkehr, Digitalisierung der Schiene auch voranbringen. Und da wird auch neue Modelle entstehen, gerade in den Städten. Regionale Verteilerzentren können da wieder entstehen. Also insofern müssen wir da Raum geben für Innovation. Und dann werden wir, glaube ich, hier eine ganze Reihe an spannenden neuen Geschäftsmodellen sehen. Letzte Frage heute, erster Tag der Logistikimmobilie beim ZIA. Was bedeutet das für Sie? Ja, also es ist auf jeden Fall immer eine spannende Diskussion. Es ist auch für uns wichtig, nochmal mitzubekommen, was die letzten Trends am Markt sind. Also gerade, was wir eben nochmal gehört haben, die Verbindung on und offline. Wie geht die Entwicklung der Städte weiter? Das sind ja hochaktuelle Themen, gerade was das Thema der Innenstädte angeht, Belieferung, letzte Meile. Also insofern auch für die Politik ganz wichtig, mal zuzuhören und nochmal zu schauen, wo sind da neue Trends und wo müssen die Rahmenbedingungen wie gestellt werden, damit sowas ein Stück weit noch schneller an den Markt kommt. Vielen Dank. Einer, der zugehört hat heute, Oliver Luksic von der FDP bei ZIA aktuell im Interview. Vielen Dank.